Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video über den Vorabend der Reformation. Hier will ich euch ein bisschen erklären, wieso die Zeit gewesen ist, in der Luther aufgetreten ist. Vieles von Martin Luther kann man eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, in welche Zeit er hineingeboren worden ist, also wie die Welt so um 1500 gewesen ist. Das hat jetzt nicht so viel mit Kirchengeschichte zu tun, aber es gehört zu den Grundlagen dessen, was dann in der Kirche passiert ist. Zum einen muss man nämlich wissen, dass es die Welt der Renaissance gewesen ist. Renaissance, ein französisches Wort, was auf Deutsch Wiedergeburt heißt, ist eine Zeit, in der Sachen wiedergeboren worden sind, die es früher einmal gab. Und damit meint man, dass Dinge, die in der Antike da waren und dann im Mittelalter verschütt gegangen sind, dass die jetzt sozusagen wieder neu hervorgeholt worden sind. Wie kam das, diese Rückbesinnung auf die Kultur der römischen und griechischen Antike und der christlichen Anfänge? Es hat sehr viel damit zu tun, dass im Jahr 1453 Konstantinopel gefallen ist, die Hauptstadt, die christliche Hauptstadt des Oströmischen Reiches, nachdem der Islam ungefähr 800 Jahre lang versucht hat, Konstantinopel zu erobern und immer wieder gescheitert ist, schaffen sie es endlich im Jahr 1453. Damit wird Konstantinopel in das islamische Weltreich eingegliedert und das bedeutet, dass viele Christen fliehen aus Konstantinopel und vor allem gelehrte Christen fliehen aus Konstantinopel, griechische Gelehrte. Sie nehmen ganz viele wertvolle Handschriften mit und sie fliehen nach Westen in das christliche Abendland. Und diese morgenländischen Gelehrten aus Konstantinopel, die sind jetzt für viele Leute im Abendland sehr inspirierend und sie lernen viel von diesen Leuten aus Konstantinopel. Was wird dadurch wiederentdeckt? Christliche Sachen von den Kirchenvätern, aber eben auch griechische Mythen, die Schriften Homers und Aristoteles und so weiter, Platon. Philosophen werden wiederentdeckt. Und es gibt jetzt einen Ruf, der ist so der Schlachtruf der Renaissance, der heißt Ad Fontes. Das heißt auf Deutsch zu den Quellen, zurück zu den Quellen. Man merkt, wie so im Laufe einer Tradition, im Laufe von Jahrhunderten Sachen sich so langsam einschleichen und verschieben, wie das halt so gerade in der Kirche gewesen ist. Und man gewöhnt sich so an Sachen, die man halt so macht in der Kirche und man merkt gar nicht mehr, dass das ganz am Anfang aber gar nicht so gewesen ist. Und dass in den ersten Jahrhunderten der Kirche vielleicht manches anders gewesen ist und im Neuen Testament vor allem, als es heute in der Kirche gewesen ist. Man will jetzt also zurück zu den Quellen. Man will wieder im Original lesen, wie es damals wirklich gewesen ist, als alles anfing, um sich dadurch inspirieren zu lassen, es heute vielleicht wieder ähnlich zu machen und Missstände abzustellen. Im künstlerischen Bereich hat diese Renaissance große Auswirkungen. Man versuchte also jetzt auch wieder sich zurückzubesinnen auf die Antike und sich nicht mehr nur mit biblischen und christlichen Themen abzugeben. Über fast 1000 Jahre haben die Maler nur christliche Bilder gemalt über biblische Geschichten. Und jetzt auf einmal fangen Maler und Bildhauer wieder an, über biblische Sachen hinaus auch Sachen darzustellen, die in griechischen Mythen und Heldensagen und so, von denen da erzählt wird. Die Renaissance hat einen viel stärkeren Blick so auf den Menschen. Im Mittelalter, im christlichen Mittelalter wird sehr viel über Gott geredet. Die Renaissance sagt, wir haben vielleicht zu wenig über uns Menschen geredet. Wir müssen uns wieder neu entdecken, wer wir sind, wie wir aussehen, was wir können und ein bisschen selbstständiger werden. Der Mensch wird als Individuum auch wahrgenommen, nicht nur so als ein Teil des Volkes, als ein Glied der Kirche, sondern jeder wird ermutigt, denkt doch mal selber nach, entdeckt doch mal so ein bisschen die Welt. Und
Ja, egal was die Kirche sagt, du kannst dir ruhig deine eigenen Gedanken machen. Und so passiert es dann auch, dass Leute anfangen, selbst nachzudenken, selbst neue Wege zu gehen, Sachen zu entdecken. Christoph Kolumbus will den Seeweg nach Indien entdecken. Er entdeckt dabei aus Versehen Amerika 1492. Aber dann gelingt es tatsächlich Vasco da Gama 1498 auf dem anderen Weg Afrika zu umrunden und tatsächlich den Seeweg nach Indien zu beweisen. Fernando Magellan gelingt dann 1522 sogar die erste Weltumsegelung einmal um die Erde herum. Das bestätigt endgültig, dass die Erde eine Kugel ist. Und wenn sie schon eine Kugel ist und nicht flach, wie die Kirche das lange Zeit behauptet hat, dann kommt Nikolaus Kopernikus um 1540 darauf, sich den Himmel mal genauer anzugucken und die These aufzustellen, dass vielleicht gar nicht die Sonne sich um die Erde dreht, wie es so scheint, sondern dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das wäre wieder mal ein schwerer Schlag für die kirchliche Ansicht, die fest damals noch von einem geozentrischen Weltbild ausgeht, die Erde als Mittelpunkt des Universums, als Zentrum, den Gott so in die Mitte gesetzt hat. Vielleicht sind wir es gar nicht. Und was heißt das dann für uns? Viele neue Gedanken, die in der Renaissance jetzt aufkommen. Und Luther, muss man sagen, war ein Mensch der Renaissance. Er war jemand, der selber angefangen hat nachzudenken, ein Individuum, der gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, selbst wenn die ganze Kirche was anders sieht. Er war jemand, der zurück zu den Quellen gerufen hat, ad fontes, zurück zu dem, was in der Bibel steht, die Bibel und nichts als die Bibel, nicht die Tradition der Kirche soll entscheidend sein. Also Luther kann man schon auf diesem Hintergrund verstehen. Ohne die Renaissance hätte es vielleicht Luther auch nicht gegeben. Eine Spielart dieser Renaissance war das, was man dann in dieser Zeit den Humanismus nannte. Eine Bildungsbewegung, die gesagt hat, zurück zu den Quellen, ad fontes. Wir wollen wieder Quellentexte lesen und somit uns richtig bilden, selber nachdenken. Wir wollen selbst die Quellen interpretieren. Deswegen machen wir das übrigens auch in Kirchengeschichte bis heute so, aus diesem humanistischen Bildungsideal heraus, dass ich euch immer mal wieder Quellentexte zur Verfügung stelle, damit ihr selber mal nachdenkt, wie es am Anfang wirklich gewesen ist. Wenn man das im Original mal liest und nicht nur in irgendeinem Kirchengeschichtsbuch, dann kann man sich selbst seine Gedanken machen und sagen, aha, wenn der Originaltext aus der Zeit das so und so sagt, dann stelle ich die These auf, es war so und so. Also Quellenstudium hilft zum selber Nachdenken und nicht nur nachplappern, was man bei Wikipedia oder in irgendwelchen Büchern liest. Macht euch selbst eure Gedanken. Das ist Humanismus. Das ist Bildungsideal, was jetzt so um 1500 entsteht. Das heißt eben fürs Christentum eine Orientierung ganz neu an der Bibel. Die Bibel ist die Quelle des Christentums, die ältesten Schriften, die ältesten Zeugnisse, eine Sammlung der ältesten Quellentexte, die das Christentum so hat. Und so sagen die Humanisten, wenn wir wirklich wissen wollen, was Christentum ist, dann müssen wir in die Bibel gucken. Und nichts anderes hat Martin Luther gemacht. Er war letztlich ein Humanist, der gesagt hat, zurück zu den christlichen Quellen. Für mich zählt nur noch, was in der Bibel steht, was in den ältesten Urquellen steht. Und da mache ich mir jetzt selber meine Gedanken drüber und stelle meine eigenen Thesen auf, wie das zu verstehen ist, was in unseren ältesten Quellen in der Bibel zu lesen ist. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, was diese ältesten Quellen sind. Biblisch gesehen waren das natürlich die hebräischen Schriften des Alten Testaments und die griechischen Schriften des Neuen Testaments. Jetzt kommen Humanisten also darauf, wenn wir die Quellen lesen wollen, dann dürfen wir sie nicht in irgendeiner Übersetzung lesen, dann müssen wir wirklich zurück zum Original. Wir müssen uns um die Ursprachen kümmern. Dass ihr also heute in Theologie Griechisch und Hebräisch lernt, das hat mit diesem humanistischen Bildungsideal zu tun, dass man zurück zu den Quellen muss, und zwar zurück zu den Originalquellen. Sonst nützt es einem gar nichts.
Sonst kann einem ja jeder alles erzählen, wenn man es nicht selber nachprüft, wie es wirklich dasteht in der Originalsprache. Also, es muss Griechisch gelernt werden. Erasmus von Rotterdam, ein Humanist, bringt deswegen 1516 zum ersten Mal eine richtig gute Ausgabe des griechischen Neuen Testaments heraus, das Ente Graece. Das wird jetzt die Grundlage. Genau pünktlich, kurz bevor Luther auf der Wartburg viel Zeit hatte, kommt also dieses griechische NT raus. Und so, dass sich Luther daran machen kann, die Bibel zu übersetzen ins Deutsche, aus den besten Quellen, die es gibt, aus dem griechischen Neuen Testament heraus. Ja, das wird grundlegend für die Reformation, die Orientierung an den Urschriften der Bibel. Martin Luther ist Theologieprofessor für die Bibel. Was er macht, ist jahrzehntelang, dass er den Studenten erklärt, wie, was wirklich im Bibeltext steht und wie man das zu interpretieren hat. Der Mensch steht jetzt im Mittelpunkt in der Renaissance und im Humanismus. Deswegen nennt man das Humanismus. Humanus heißt menschlich, der Mensch in Latein. Er ist das Ebenbild Gottes, sagt die Bibel in Genesis 1, Vers 27. Er ist die Krone der Schöpfung am letzten Schöpfungstag. Er wird jetzt in den Mittelpunkt gestellt. Er soll in all seiner Schönheit ausgebildet werden. Alles, was der Mensch kann und weiß, soll jetzt herausgekitzelt werden aus ihm. Und deswegen werden tolle Gemälde gemalt, tolle Statuen produziert mit menschlichen Figuren. Das war vor allem den Leuten in Italien sehr wichtig. In Italien genießt man jetzt auch die Kunst in dieser Renaissancezeit und vor allem genießen das auch die Päpste. Den Päpsten gehört halb Italien, die sind da ja, Politiker, Machthaber, Fürsten und sie benehmen sich auch so wie Fürsten. Sie leben sehr ausschweifend, man nennt es die Renaissance-Päpste, die etwas verwahrlost waren und von geistlicher Leitung nicht mehr allzu viel verstanden haben. Alexander der Sechste hieß so der Papst um 1500. Der hat viele Kinder gehabt, der wollte sie mit italienischen Fürsten verheiraten und so die Macht seiner Sippe stärken. Er war da auch nicht sehr zimperlich. Er braute einmal einen Giftbecher für einen Kardinal, das wurde dann aber irgendwie verwechselt und er trank ihn selber, so dass er leider daran gestorben ist. Sein Nachfolger hieß Julius der Zweite, 1503 bis 1513. Der holte Raphael und Michelangelo nach Rom. Der begann mit den Planungen zum Bau des neuen Petersdoms. Vieles, was wir heute in Rom besichtigen und staunen, das geht auf Julius den Zweiten zurück. Er hat das initiiert. Ja, es hat viel mit Kunst zu tun, mit Bauwerken, aber mit Kirche hat er nicht, hat das nicht viel zu tun. Die Kirche wird einfach so links liegen gelassen teilweise. Und jedenfalls kommt es zu einem großen Reformstau. Der hört dann auch nicht auf unter dem Nachfolger Leo dem Zehnten. Das war der Papst, mit dem sich Martin Luther dann beschäftigen musste. 1513 bis 21 hat Leo der Zehnte regiert. Er war ein Papst, der die Ablässe sehr stark favorisierte, denn er musste ja auch den Weiterbau des Petersdoms finanzieren. Er liebte Genuss und Kunst. Er versuchte, das römische Gebetbuch ein bisschen lyrischer, griechischer umzuschreiben im Stil von Götterhymnen. Von ihm ist ein Zitat überliefert: Wir wollen das Papsttum genießen, das Gott uns beschert hat. Ja, also Papst zu werden ist das Coolste und Beste, was man machen kann. Da hat man das schönste Leben und es geht einem richtig gut. Deswegen ist man Papst. Das war so die Einstellung. Unter diesem Papst beginnt Luthers Reformation, der sagt, dieses Papsttum ist der Antichrist. Das hat mit Christentum nicht mehr viel zu tun. Hier muss eine Reform her. Das Kirchenvolk war sehr fromm um 1500. Man war sehr besorgt um das eigene Seelenheil.
Die wichtigste Frage, die ein normaler Mensch um 1500 in Deutschland hatte, war: Wie komme ich in den Himmel? Wie entgehe ich dem Fegefeuer? Also erstmal der Hölle natürlich, aber möglichst dann auch dem Fegefeuer. Ja, wie gelingt mir mein Seelenheil? Und dazu bot die Kirche viele Hilfen an. Mit dieser Angst vor der Hölle, vor dem Fegefeuer konnte man viel Geld machen. Deswegen gab es Ablasskulte, Reliquien konnte man besichtigen. Zur Buße musste man öfters gehen und man musste Wallfahrten machen. Also die Kirche lebte sehr gut mit dieser Angst der Christen. Christus war vor allem der Weltenrichter, der wiederkommen wird, vor dem man sich bei dem jüngsten Gericht verantworten muss, und man muss irgendwie gucken, dass man in diesem Leben genug gebeichtet hat, genug Zuspruch hat, um irgendwie es zu schaffen, bei all seiner eigenen Sündigkeit in den Himmel doch zu kommen. Das Leben war von Angst geprägt, von Todesangst, von Gerichtsangst und vor der Angst vor dem Teufel dann auch. Die Macht des Bösen war sehr präsent. Man hatte Angst vor dem Teufel selber, vor Menschen, die mit dem Teufel im Bunde sind. Es wuchs jetzt auch eine Angst vor Hexen und Hexern, vor Menschen, die mit dem Teufel im Bunde sind. Im 16. Jahrhundert kommt es zu einer ersten großen Welle der Hexenverfolgung, die es so im Mittelalter noch gar nicht gab. Die nimmt jetzt so um 1500 einen Riesenaufschwung. Ein wichtiges Buch dafür war der sogenannte Hexenhammer von Heinrich Kramer, Institoris hieß der. Ein Buch, das beschreibt, wie man Prozess gegen Hexen führen könnte. Wichtig um Luthers Eindruck, Luther war übrigens auch davon überzeugt, es gibt Hexen und Hexer, die mit dem Teufel im Bunde stehen. Für Luther war der Teufel eine große Realität, darin war er auch ein Mensch seiner Zeit. Was auch wichtig ist zu verstehen, ist, dass es jetzt den Buchdruck gab. Johannes Gutenberg aus Mainz hat den Buchdruck ungefähr um 1450 erfunden, 70 Jahre vor der Reformation. Und das hat die Reformation entscheidend beeinflusst. Das gab es bei Hus und Wycliffe noch nicht. Da musste alles per Hand abgeschrieben werden. Wenn Luther jetzt ein Pamphlet geschrieben hat oder die Bibel übersetzt hat, dann konnte das innerhalb kürzester Zeit in Tausenden von Exemplaren überall ins Land verbreitet werden, ohne ganz viele Klöster und Mönche zu beschäftigen, die das alles abschreiben mussten. Der Buchdruck, ja, es war sozusagen eine Medienrevolution im 16. Jahrhundert dann, ohne die die Reformation nicht vorstellbar wäre. Es waren sozusagen neue Social Media auf dem Markt und das brachte die Informationsgeschwindigkeit ganz doll in Gang. Dazu kam auch, dass die Menschen immer mehr mit Geld umgingen. Bis dahin hat man tatsächlich immer noch viel mit Naturalien gehandelt. Durch die Kreuzzüge ist schon die Geldwirtschaft stark geworden und jetzt nahm die Geldwirtschaft immer mehr zu, vor allem dann auch in Verbindung mit dem Ablasswesen. Man konnte mit Geld bezahlen, um Ablass zu bekommen, und dieses Geld konnte man dann nach Italien geben, und dadurch konnte der Petersdom da gebaut zu werden, ohne einen Sack Korn nach Italien schiffen zu müssen. Und ja, so ist also auch das erste Anlassthema der Reformation, der Ablass, auch nur durch diesen Aufschwung der Geldwirtschaft zu verstehen. Politisch sah es so aus, dass wir uns immer noch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bewegen. Zwei Kaiser werden uns jetzt in der Reformationszeit begegnen. Zuerst Maximilian, der ist aber 1519 dann schon gestorben. Und dann wird die ganze restliche Zeit von Luthers Leben uns Karl der Fünfte beschäftigen. Er war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation dann bis 1556. Ihm gehörte Spanien auch und Deutschland. Mit Spanien gehörte ihm dann also auch alles, was Spanien in Amerika dann erobert hat. Es war sozusagen ein Weltherrscher, dieser Karl der Fünfte, der eigentlich alle Macht gehabt hätte, Luther kurz und klein zu hauen. Aber er hat auch ziemlich viele andere Probleme gehabt. Er musste sich mit dem König von Frankreich die ganze Zeit rumschlagen, mit dem Papst, mit dem war er sich auch nicht immer einig. Und vor allem war er von den Türken auch bedroht an der Ostflanke.
Nachdem die Türken also Konstantinopel eingenommen hatten, drängten sie auf den Balkan und sie standen 1529 dann zum ersten Mal vor Wien an den Toren des Deutschen Reiches. Das war eine große Bedrohung und immer wieder brauchte der Kaiser Karl V. die protestantischen Fürsten, um diese türkische Bedrohung von sich abzuwenden. Und das nutzten die deutschen Fürsten, um zu sagen, ja, wenn wir dir gegen die Türken helfen, dann brauchen wir aber auch ein bisschen mehr Selbstständigkeit und dann musst du uns auch hier unterstützen, dass wir in Deutschland auch mal ein bisschen mehr eigene Rechte bekommen. Das sind so die Hintergrundszenerien, die uns in der Reformationszeit beschäftigen, die verständlich machen, wieso Luther gerade in dieser Zeit so einen Erfolg hatte, weil es die Zeit der Reformation, der Renaissance war, des Humanismus, weil das Papsttum gerade wirklich verloddert war, weil das Volk sehr fromm war, weil es den Buchdruck gab, das Geldwesen einen starken Aufschwung nahm. Und weil es diese politischen Konstellationen zwischen Frankreich, den Türken und dem Papst und dem Kaiser gab. Da hinein trat jetzt Martin Luther auf.